Darf ich vorstellen? Meine Klischeevorstellung eines Bürgermeisters. Danke dafür an die Zeichentrickfiguren meiner Kindheit. Ich sag nur Törö oder Hex Hex. Tja, und das ist die echte Bürgermeisterin, die ich gleich treffe. Das ist Maren Busch. Mit 27 Jahren ist sie eine der jüngsten Bürgermeisterinnen Deutschlands. Hallo Maren. Ich treffe Maren ein halbes Jahr, nachdem sie ihren neuen Job angetreten hat und bin gespannt, wie es ihr damit ergangen ist. Wie fühlst du dich im Amt? Also fühlst du dich schon richtig wie eine Bürgermeisterin? Nee, irgendwie noch nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute mich kennen auf einmal und dass ich morgens beim Bäcker, hallo Frau Busch, das fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an. Aber ich mache die Arbeit total gerne. Also es ist ein total toller Job und ich liebe es, so sinnhaft zu arbeiten. Das Gebiet, für das Maren zuständig ist, liegt in Rheinland-Pfalz und heißt Verbandsgemeinde Dietz. Dazu gehören die Stadt Dietz und 22 kleinere Gemeinden, die alle auch noch mal eigene Bürgermeister haben. Je nach Thema sind dann entweder die oder Maren zuständig. Aber du hast ja, bevor du Bürgermeisterin geworden bist, da hattest du ja überhaupt nichts mit Politik am Hut, nee, oder? Gar nicht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du Bürgermeisterin werden willst? Ich bin schon immer ziemlich heimatverbunden gewesen und war hier in vielen Vereinen aktiv. Und irgendwann kam eine Freundin zu mir und sagte, nächstes Jahr sind Bürgermeisterwahlen, wäre das nicht was für dich? Und da habe ich am Anfang erst mal geschluckt und gelacht und gesagt, sag mal, ich weiß ja gar nicht, was du als Bürgermeisterin machen musst. Und je öfter wir uns gesehen haben, desto häufiger wurde ich gefragt, auch von mehr Leuten dann inzwischen. Die hat die andere mit angestiftet. Und irgendwann dachte ich, ach, wieso eigentlich nicht? Versuchst du mal. Dann habe ich mich ganz lange informiert und dachte dann, naja, probieren kannst du ja mal. Mal gucken, ob du gewählt wirst. Über Marens Kandidatur und ihre Wahl haben viele Medien berichtet. Wahrscheinlich auch, weil junge und weibliche Amtsträgerinnen wie sie im Bürgermeister-Business ziemlich selten sind. Von 10 Bürgermeisterpersonen in Deutschland sind nur 2 jünger als 45 Jahre. Und nur eine ist weiblich. Maren nimmt mich mit zu einem Termin in einer Diezer Grundschule. Sie hat sich mit Schulleiterin Julia Berg verabredet, sowie schon mehrmals in letzter Zeit. Denn die Schule hat ein Problem. Man erahnt es schon, wenn man durch die engen Gänge läuft. Unser Platzmangel ist tatsächlich sehr groß, so dass wir gar nicht alle Klassen bei uns im Schulgebäude unterrichten können. Förder- und Fachräume fehlen uns. Und ja, für die Kinder bedeutet es einfach, dass sie teilweise in sehr vollen Klassen sitzen und teilweise gar nicht hier an der Schule unterrichtet werden können. Ich verstehe, weshalb es so wichtig ist, dass Maren vor Ort ist. Nur so kann sie sich in Probleme wirklich einfühlen. Gemeinsam mit dem Verbandsgemeinderat hat Maren bereits beschlossen, dass demnächst 2 große Container als zusätzliche Klassenräume auf dem Schulhof aufgestellt werden sollen. Wo sollen die denn hin? Geplant ist da in diese Ecke. Und dann müssen wir das Klettergerüst leider umziehen. Ja, wird ganz schön eng, ne? Das wird kuschelig hier, aber zumindest kurzfristig hilft uns das an Raum ja schon mal weiter. Dringend notwendig. Eine Dauerlösung ist es aber nicht. Die muss Maren zusammen mit dem Verbandsgemeinderat und vielen Behörden erst noch erarbeiten. Dann müssen wir uns mal zusammensetzen. Genau. Ja. Die große Pause unterbricht unsere Gespräche. Schnell ist der Schulhof rappelvoll. Heute ist nämlich Dancing-Pause. Einfach mal den Kopf frei tanzen. Und so wie ich nimmt auch Maren diese Herausforderung an. Genau wie die vielen anderen Aufgaben in ihrem neuen Job. Als Verbandsbürgermeisterin ist sie nämlich nicht nur für Grundschulen zuständig, sondern beispielsweise auch dafür, dass die Feuerwehren gut arbeiten können, dass die Wasserversorgung läuft oder wichtige Bauvorhaben umgesetzt werden. Darüber hinaus ist sie auch Chefin all der 200 Menschen, die für die Verbandsgemeinde arbeiten und zum Beispiel Bürgeranliegen regeln. Maren muss über alle Aufgabengebiete im Bilde sein und auch in Notlagen immer ansprechbar und informiert sein. Als nächstes nimmt mich Maren mit ins Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde. Hallo. Dort sitzen auch viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam mit Maren dafür sorgen, dass der Laden läuft. Und hier liegt immer meine Arbeit. Das alles? Oha. Das alles. Na dann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ist da drin? Das hier ist die Bürgermeisterpost. Aha. Das ist immer Posteingang. Schön steht da ja auch. Bürgermeisterin. Genau. Das ist der Posteingang, der von mir gelesen werden soll. Und das hier sind verschiedene Unterschriftenmappen, die ich gleich alle unterzeichnen darf.
Maren verbringt mehrere Stunden täglich mit Büroarbeit. Viel Zeit fließt auch in Besprechungen und Sitzungen. Dazu kommen zahlreiche Außentermine, und zwar häufig auch an Wochenenden und am Abend. Dann opferst du ja aber auch echt einen großen Teil deiner Freizeit für deinen Job, ne? Ja, aber es sind alle schöne Termine. Also viel Freizeit hast du nicht mehr als Bürgermeisterin. Und was macht dir mehr Spaß, die Auswärtstermine oder hier die Arbeit im Büro? Das muss ich in der Waage halten tatsächlich. Ich liebe es, draußen unterwegs zu sein. Aber man muss ja noch das Gefühl haben, man hat alles unter Kontrolle. Und wenn man weiß, die E-Mails laufen auf, die Post läuft auf, die Unterschriftenmappen stapeln sich, dann ist das auch nicht schön. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich auch immer gut Zeit habe, im Büro das abzuarbeiten. Und dann kann ich es auch genießen, wenn ich einen Außentermin habe. Na, dann lassen wir Maren lieber noch ein bisschen in Ruhe, damit sie ein paar Sachen erledigen kann. Später wartet nämlich noch ein Außentermin. Um 18 Uhr ist Maren wieder unterwegs. Sie besucht eine Übung der Jugendfeuerwehr. Gut, dann auf. So, wir drei. Jetzt wird's spannend. Jetzt ziehen wir uns raus. Spannend. Bevor sie Bürgermeisterin geworden ist, hatte Maren keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr. Jetzt gilt es, sich in die Materie reinzudenken, die Leute kennenzulernen und besser zu verstehen, was die Feuerwehren für ihre Arbeit brauchen. Ich bin gespannt, wie es bei den Jugendlichen ankommt, dass Maren heute hier ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil man dann mal was vom Bürgermeister was mitbekommt. Und so der neue Bürgermeister was zeigen, ist schon cool. Ja. Und wie findet ihr das eigentlich, dass ihr hier so eine junge Bürgermeisterin habt? Also ich finde es gut, weil sie bringt immer frischen Wind in die Verbandsgemeinde. Und wir sind ja auch zum Beispiel gerade dran mit der Digitalisierung. Und sie kennt sich da, denke ich mal, auch viel besser aus als jetzt jemand ein bisschen Älteres. Und hat auch, denke ich, noch ganz frische und gute Ideen für die Verbandsgemeinde. Und könntet ihr euch vorstellen, später mal Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden? Vielleicht, aber irgendwie auch nicht. Es ist halt, finde ich, bestimmt sehr anstrengend. Ich würde schon gerne was bewegen so in der Welt, aber Bürgermeisterin zu sein, ist schon viel Verantwortung. Ich glaube, für mich persönlich könnte ich diese Verantwortung nicht alleine tragen. Und du wirst dann später Brände löschen und so Verantwortung übernehmen. Genau. Die Jugendfeuerwehrübung ist gerade vorbei, als ein echter Notruf einläuft. Innerhalb kürzester Zeit sind die Freiwilligen der Erwachsenenfeuerwehr vor Ort und düsen los. So bekommt Maren gleich noch einen Eindruck davon, wie schnell die Feuerwehrleute einsatzbereit sind. Gibt es eigentlich noch andere Themen, über die du super gut Bescheid wissen musst, wie jetzt die Feuerwehr, so von denen du vorher gar keine Ahnung hattest? Oh, das tatsächlich ganz viele. Also ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel die Wasserwerke. Also wie bereitet man eigentlich Wasser auf? Da hatte ich auch vorher gar keine Ahnung von und auf einmal hat man ein Wasserwerk. Aber da muss ich mich auch nicht super gut auskennen. Gott sei Dank habe ich ja überall Experten, die Bescheid wissen und es reicht, wenn ich einen Überblick habe. Ist das eigentlich auch schon vorgekommen, dass Leute dich nicht für voll genommen haben oder dir den Job nicht zugetraut haben, weil du noch so jung bist und ja auch nicht so viel Erfahrung mit Politik hattest? Öffentlich mir gegenüber gesagt hat es noch keiner, aber vielleicht natürlich mal gedacht. Ja? Aber es schadet nie, ab und zu auch mal unterschätzt zu werden. Da kann man zeigen, dass man es doch kann. Ja, hoffentlich bist du ein Vorbild für ganz viele junge Leute. Ja, ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft noch mehr junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt. Deswegen bin ich aber auch so gern bei Jugendlichen in den Schulen, damit die sich für Kommunalpolitik auch interessieren und Fragen stellen können und Anregungen geben können. Weil ich wurde ja auch beauftragt, für junge Menschen hier was zu bewegen. Es ist 7:30, als wir bei der Jugendfeuerwehr aufbrechen. Früh genug, dass Maren es zu ihrer Chorprobe schafft. In den letzten Wochen sind immer wieder Bürgermeistertermine dazwischen gekommen. Keine falschen Töne zu hören. Offenbar hat Maren die Lieder trotz der langen Pause noch nicht verlernt. Also ich ziehe echt meinen Klischee-Bürgermeisterhut vor Maren. Ich finde es super beeindruckend, dass sie sich entschieden hat, so einen verantwortungsvollen Job zu machen. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann mal Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden? Geht doch mal auf 9,5.de und hinterlasst uns da einen Kommentar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.